Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Paranormal Investigation mit, oh, mein Mikrofon ist ganz schön leise, mit, wie heißt das, mit Ghost Hunters Corp, jetzt haben wir es, meine Fresse. Letzte Folge haben wir tatsächlich überlebt, super, das ist schon mal gut. In Deutschland, in einem Anwesen, in einer, so eine Burg, ne? Ja, Belgienburg, Japan, Bambustempel, Digga. Die haben hier ordentlich was gemacht. Pennsylvania, Friedhof, die letzte Ruhe. Oh, Digga, da gehen wir hin. Oh Gott, Friedhof. Oh, da würde ich so gerne mit Ecke hin. Wo ist das Friedhof hin? Wo ist der Friedhof? Bambustempel finde ich total geil. Pennsylvania. Ein einzelner Geist, für dessen Exorzismus maximal 2 bis 3 Hinweise nötig sind. Ach, schade. Das ist noch gar nicht auf Deutsch gedingstet. Interessante Story. No, super natural. Seh nix mehr. Okay, los geht's. Ist noch nicht übersetzt. Ich habe auch keine Lust. Kann auch nicht so gut. So. Und los geht's. Ich trau mich einfach mal. Ab auf den Friedhof. Friedhof der Kuscheltiere. So, wir sind da und wir lesen unsere Aufträge durch. Wir sollen messen Sie Temperatur. Filmen Sie Geister näher der Kamera, messen Sie Ding und das EM-Dingsbums. Das ist ja immer typisch, ne? Ich hab grad was gegessen, habe ich das schon erzählt. Nehmt. Standard. So, los geht's. Tür auf. Ja. So. Okay, sehen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Friedhof, Digga, ehrlich. Krähen. Die Lampen flackern. Ja. Nein. Totenschädel liegen hier rum. Da hat eine flackernde Lampe. Lass uns da mal hin. Da wird ein Geist sein. Auf dem Friedhof, ey. Das finde ich gut. Wo knarrt das denn bitte? Bestimmt in so ein Kapelle. Da haben wir... Oh, ein Dreierausschlag. In dieser... Ja, was ist das? Gruft. Da lag er, da war er gerade. Ein kriechender Geist. Wir haben einen kriechenden Geist gesehen. Dreier Ausschlag. Da ist er schon wieder. Ist das wieder ein Wiedergänger oder was? Da gucken wir gleich mal nach. Aber der Geist, der ist hier sehr. Da. Oh mein Gott. Ja. Dieses Spiel halt, ne? So, da hinten in der Ecke von dieser Dings treibt er sich rum. Mit einem Dreier-Ausschlag. So, warte mal. Kann man die Seiten wechseln? Seiten tauschen? So, erstmal den haben wir weg. Was haben wir noch? Finden Sie einen... Geist mit ihm, genau. Da checken wir noch mal ganz kurz unter Geist der Wikipedia hier. So, wir haben einen kriechenden Geist. Gibt es noch andere Dämonen? Dieser aggressive Geist wird immer beobachten, geeigneten Moment warten und zuzuschlagen. Der Dämon wird wegen bevorstehendem Todes lachen, okay. Kategorie Kinder. Kinder ist es auch nicht, noch nicht bestimmt. Also es ist wieder ein Wiedergänger. So, und
Geräusche noch gar keine, Gekritzel, Geisteranalyse, da haben wir noch kein elektromagnetisches Feld, war bei 3. Okay, wie gehen wir jetzt vor? Kamera. Wir werden mit einer Kamera weiterarbeiten. Und nimm das Analysegerät auf jeden Fall auch mit. Die Kamera werden wir... Ich weiß nicht, warum das jetzt in die verkehrt rum Hände liegt. Wenn die Kamera hier vorne irgendwie bei der Gruft hin droppen. Hier. Ich denke mal so in diesen Winkel. Das wäre, glaube ich, ziemlich nice. Genau, hier droppen wir die mal. Wäre mal ein Ausschlag. Ja. Oh. Nein, 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 nein. Ach, das kann doch nicht sein, ey. Ernsthaft? Das ist für eine Arsch, das ist ein kriechender Geist. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. 6 EP. Zurück. Doch, das machen wir jetzt nochmal. Friedhof machen wir jetzt nochmal. Der war aber schnell am Start auch irgendwie, ne? So ein kriechender Geist, der uns gleich irgendwie weggesnackt hat. So. Ach, vielleicht sollten wir mal so Sachen mitnehmen. So einfach ohne nichts ist auch nicht schlecht, ne? So, was ist denn unsere Aufgabe hier wieder? Filmen Sie Geister in die Kamera. Immer dasselbe fast, ne? Temperatur können wir nicht wirklich messen. Das ist natürlich echt schade. Man gibt uns Sachen. So. Und das kann natürlich, aber das ist doch ein ganz schönes Ende, was der Geist uns da jetzt da geholt hat, ne? Hier flackert eine Lampe. Sollen wir wieder dahin gehen, wo wir den letzten Geist vermutet hatten, wo er uns gekriegt hat? Der Weg war auch ziemlich weit auch, ne? Dann flackert die Lampe ebenfalls. Hier haben wir keine Aktivitäten. Ja, ich... Ja. Denk daran, Tom G, es kann jetzt auch ein anderer Geist sein, ne? Ja, das muss jetzt kein kriechender Geist sein, so wie beim letzten Mal. Man muss sich immer ja selbst ermahnen. Das haben wir einfach ignoriert, dieses Geräusch. Da hüpft ein Grab auf und ab, so ein Grabstein. Das ist gerade auf und ab gehüpft. Wie geht denn das? Noch mehr Totenköpfe. Ich finde das mit der Ausdauer, da müsste mal irgendwie, das finde ich ein bisschen zu, ein bisschen mehr Ausdauer. Weil, dass wir hier nicht entkommen konnten, das fand ich echt scheiße. Zudem, die Analyse ja noch, ne? Ob ich mir vielleicht hätte mehr Sachen mitnehmen sollen? Geister, Geister, wo treibt ihr euch rum? Beedle die. Wo ist der? Der Ausschlag? Ich habe jetzt auch nicht sehen können, wie viel dieser Ausschlag war. Habe ich leider nicht drauf achten können. Das ist Blödsinn. Also hier ist er hier nicht, dann ist er hier auf dieser Ecke. Das ist ein Hügel.
Hat er die Tür aufgemacht noch weiter oder was? Okay, dieser Geist ist ein bisschen schüchtern. Da! Schatten. Wow. Schattengeist, alles klar. Nein, nicht die wegpacken. Den hier wegpacken erstmal. Dann pack ihn weg. Was? Achso, muss ich den anderen weg, kann ich ihn droppen. Okay, Schatten, 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 Schatten. Wir haben ihn da auf dem Hauptgang gesehen. Er hat auch keine Reaktion angezeigt auf dem Ding. Auf jeden Fall Kategorie Poltergeist, Schatten. Dieser Kategorie Geister liebt es, sich in den Schatten zu verstecken. Schatten haben nicht unbedingt Angst vor Licht. Aber sie werden es möglich, erscheinen recht dunkel oder schwarz. Wenn sie, warte mal. Ah, okay. Okay, das ist, da haben wir auf jeden Fall einen Schatten und ich denke mal, dass, ich weiß es nicht, ich kann da nichts zu sagen. Da haben wir nichts rausgefunden. Er sagt ja, dass wir hier was gefunden haben. Temperatur, größer als blub, blub, blub. Den, jetzt nehmen wir mal die Kamera. Die Hand. Kamera nehmen wir mit. Und das Ding hier. Wir haben den Geist. Warum ist das so behindert auf dieser einen Seite nur? Was? Wir hatten den Geist hier gesehen, ne? Es ist so still hier auf dem Friedhof, Mann. Und hier hatten wir den Ausschlag gehabt. Ich glaube, die Kamera stellen wir auf den Mittelgang vom Friedhof. Ja. Er mag es ja sehr dunkel und er wird das Licht ausschalten. Hier am Friedhof hätte er wohl keine Lichter ausschalten können. Er lief uns hinterher, aber ohne dass es schwindelig wurde. Hier bekomme ich auch langsam ein Signal. Ja, jetzt haben wir. Jetzt ist es weg. Ist total schwer, wenn das auf dieser anderen Seite. Hier, da, dicken Ausschlag. Hier, hier ist er, hier ist er. Oh, 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 oh. Ja, wie soll ich den denn entkommen? Oh! Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ja, genau, genau am Wohnmobil holt er mich, ey. Das ist doch zum Kotzen. Diese Friedhöfe sind echt schlecht für mich, ne? Da kommen wir nicht, da kommen wir nicht hin. Das schaffen wir nicht. Keine Erfahrungspunkte gesammelt, oder? Boah, 4 XP, ey. Ach, komm. Scheiße. So. Und 16 Erfahrung, es fehlen noch 16 Erfahrungspunkte, damit wir was machen können. So. Friedhofsgeister. Alles klar. Wir probieren das nächste Mal nochmal mit einem Friedhofsgeist. Da müssen wir noch was machen können. Oder? Wir wählen jetzt nochmal ganz kurz das verlassene Haus. Was ich eigentlich machen wollte. Hatte ich eigentlich vorgehabt. Aber irgendwie fielen mir dann eben mal die ganz neuen Sachen auf. Deutschland ist neu, Japan ist neu und Pennsylvania ist neu. Finde ich ziemlich cool, dass es mehrere Orte jetzt gibt tatsächlich. Das finde ich richtig, richtig erregend. So, wie immer. Filmen Sie einen Geist in der Nähe, messen Sie Temperatur, finden Sie einen Geist mit blub, blub, blub und blub, blub, blub. Okay. Dann nehmen wir mit einmal diese Taschenlampe.
Nehmen wir mit der. Nehmen wir das hier. Das finde ich ein bisschen blöd, wenn er die. Kann ich das nicht. Ja, so. Und. Lass uns da mal mit einem Mikro-Dingslein mit reinkommen. Da habe ich eine gute. Das finde ich. Habe ich ein gutes Gefühl mit. Direkt mal Tür. Hallo Geist, ich bin ein neuer Besucher und werde deine Räumlichkeiten besuchen. Ich hoffe, du wirst da nichts gegen haben, wenn ich mich mal umsehe. Geist, ich bin ein Freund. Du musst hier nicht rumpoltern, es nervt. Geist, kannst du meine Anwesenheit spüren? Bin ich ein gewünschter Gast für dich oder willst du nur meine Eingeweide ausschlürfen? Geist, du bist nicht sehr gesprächig. Okay. Die Geistermasche fällt da jetzt gerade nicht drauf rein, wenn ich mit denen rede. Man versucht ja mal freundlich zu sein, ne? Das macht man mit ja mit wahnsinnigen Ehren ja auch, ne? Hier unten finden wir nichts. Ob das nicht gruselig aussieht im hier, lass uns mal Licht anmachen. Dann werden wir wissen. Haben wir Lichtschalter hier? Hier oben war immer Licht an, als ich in der Nähe war. Teddybär. Geist, ich bin ein Freund. Kannst du mich hören? Geist, willst du auch mein Freund sein? Geist? Deine Mutter ist hier bei uns. Soll ich ihr was ausrichten? Scheiße, in dem Moment habe ich einen Ausschlag, ne? Was denn? Schnappes? Geist, bist du Alkoholiker? Ah, nee. Geist, bist du Alkoholiker? Alter. Den Geist noch nicht gesehen, weißt du? Oh, wer war er denn? Das muss ja so ein Dämon gewesen sein, oder was, ne? Aber der hat ja auch nicht geredet. Der hat ja auch nicht... Oh Gott. Also momentan habe ich kein Glück. Leute, wir müssen es beim nächsten Mal probieren. Ich habe heute kein Glück, nicht mehr Erfahrungspunkte gesammelt immer. Doch, 2 XPs. Wow. Also wenn ich das 6 Mal weitermache, dann habe ich endlich eine nächste Stufe erreicht. Okay, ja. Ja. Seid geistreich oder bleibt geistreich. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann gehe ich euch wieder auf den Geist. Ciao.